Wir gehen in die Debatte ein. Zu Und als erster Redner ist Stefan Zackl von der SPÖ aus Tirol gemeldet. Sehr geehrter Herr Vizepräsident, sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Zuseher auf der Galerie und vor den Bildschirmen. Dieses Gesetz, das wir heute beschließen, ist die Umsetzung der Richtlinie über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe. Der Verkehr nimmt immer mehr zu. In Zeiten des Klimawandels und in Zeiten, in denen man endlich zur Kenntnis nimmt, dass der Verkehr auf der Straße, dass Verbrennungsmotoren insgesamt für die Klimaentwicklung ein großes Problem darstellen, eigentlich ein längst überfälliger Schritt für die Zukunft ist. Wesentliche Teile der Richtlinie wurden ja bereits im nationalen Strategierahmen saubere Energie im Verkehr im November 2016 umgesetzt. Es wurden insbesondere die strategischen Vorgaben und Strukturen festgelegt, die grundsätzlich notwendig sind, um in diesem Bereich weiterzukommen. Bei einem Detail, nämlich bei der Umsetzung der technischen Vorgaben, war es dann aber komplizierter als gedacht. Das damalige Wirtschaftsministerium hat sich nämlich geweigert, sich überhaupt zuständig zu fühlen. Der Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes musste dann eingreifen und im Jänner 2017 eine Klärung herbeiführen. Mehr als ein Jahr später haben wir jetzt den Entwurf. Erstaunlicherweise wurde er nicht vom Wirtschaftsministerium vorgelegt, sondern vom Nachhaltigkeitsministerium. Zuständig. Bitte? Zuständig. Okay. Ich möchte jetzt aber nicht hinterfragen, ob es sein muss, dass das Nachhaltigkeitsministerium eine Verordnungsermächtigung für das Wirtschaftsministerium ausstellt. Wenn man möchte, dass sich die E-Mobilität weiterentwickelt, bedarf es vieler Maßnahmen, hier ein Weiterkommen zu finden. Dass nun endlich die technischen Grundlagen für die Ladeinfrastruktur definiert werden, wäre schon ein guter, notwendiger Schritt. Die Zuwächse im Bereich E-Mobilität im vergangenen Jahr haben gezeigt, dass es zu einer Dynamisierung in diesem Bereich kommt, dass auch mit öffentlicher Hilfe viel in Bewegung gesetzt wurde. Jetzt braucht es endlich klare technische Vorgaben für die Betreiber, auch im Sinne der Nutzerinnen und Nutzer. Das Gesetz ist prinzipiell in Ordnung. Ein wichtiger Teil, der in diesem Gesetz verankert sein muss, fehlt uns aber immer noch. Die Vorgaben für die Transparenz und Vergleichbarkeit der Preise müssen für Nutzerinnen und Nutzer gegeben sein. Wenn derartige Vorgaben fehlen, kann es dazu kommen, dass man beim Laden vorher keine Ahnung hat, welche Preise am Ende verlangt werden und wie viel man zahlen muss. Das ist natürlich etwas, was unseres Erachtens nicht wirklich sinnvoll ist. Das verschafft Verunsicherung und ist Gift für die weitere Entwicklung der E-Mobilität. Es ist die Aufgabe der Politik, die nötigen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die E-Mobilität für alle alltagstauglich wird. Dieser Kritik unserer Fraktion ist kein Justament-Standpunkt, sondern wurde in der Begutachtung von verschiedenen Stellen, wie vom Sozialministerium, von der E-Control, von der Arbeiterkammer, von Austrian Mobilpower sehr intensiv angemerkt. Diese Einwände wurden jedoch nicht zur Kenntnis genommen. Geschätzte Damen und Herren, das ist sehr bedauerlich, deshalb können wir auch nicht zustimmen. Vielen Dank. Sagt Stefan Zackl von der SPÖ und als nächster am Wort ist Robert Seber von der Volkspartei aus Oberösterreich.